Hallöchen, Leute. Das ist jetzt der dritte Versuch. Ihr seht jetzt hier mein C128 auf dem Tisch. Es soll jetzt aber nicht primär um den gehen, sondern um das, was ich noch zugeschickt bekommen habe, in Anführungsstrichen geschenkt bekommen habe. Und dazu gehört eine Sache, die hat mir nämlich gefehlt. Und zwar die passende Tastatur. Derjenige, der mir das zugeschickt hat, der hat mir noch was anderes zugeschickt, das zeige ich euch gleich. Aber ich habe hier einmal die Tastatur vom C128. Brauche ich nicht mehr mit diesem ganzen Adapterkram rumspielen und mit der C64-Tastatur arbeiten. Das ist schon mal sehr gut. Das Ding hier ist schon sehr viel wert. Und er hat mir noch was zugeschickt. Und es ist eigentlich ein Frevel, das Ding kaputt zu machen. Oder werde ich das noch irgendwie versuchen weiter zu benutzen? Ich weiß es noch nicht. Einmal das Ding hier. Man kann schon lesen. Commodore C128. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier aus einem Plastikgehäuse, also das große Ding hier, bloß ein Plastikgehäuse gewesen ist. Aber das glaube ich nicht. Weil hier ist kein Onboard. Sagt schnell kein Onboard Floppy Controller drauf. Ich schätze mal, das war aus einem, ja, so wie der C64 aufgebaut ist, eben so ein großes Gehäuse. Aber das hat hier, nee, das kann nur das Plastikgehäuse gewesen sein. Aber die hatten doch ein internes Diskettenlaufwerk. Und ich sehe jetzt hier nicht, wo hier ein internes Diskettenlaufwerk angeschlossen werden würde. Das ist jetzt sehr relativ komisch, obwohl er hat hier die Reset-Taste für das Laufwerk. Es fehlt leider die Power-Taste. Der Herr, der Peter im Anführungsstrichen, hat das mit einem PC-Netzteil betrieben in einem Gehäuse, im Tower von so einem PC. Allerdings das interne Laufwerk. Da muss das da angeschlossen gewesen sein und die Platine noch mal extra. Schätze ich mal. Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Weil das hier ist. Ja, das ist Video, das ist Serial, das passt. Das ist RF, Video, RGBI. Ja, und externe Tastatur. Der C64, das Gehäuse, der hier ist ja größer, das sieht ja genauso aus. Der hätte hier einen Header gehabt für die Tastatur. Ein Pin-Header. Es ist eigentlich ein Frevel, das Ding kaputt zu machen. Also es passt aber nicht so, wie es ist, bei mir in die Kiste da rein, weil der Kassettenport liegt bei mir hier auf der Seite. Neben dem Dings, und das ist ein bisschen weiter verschoben. Na, aber hier fehlt der Powerknopf. Ich weiß nicht, ob das überbrückt wurde. Er meint, der SID-Chip ist defekt. Er soll nicht mal alle Stimmen haben und soll auch, sagt schnell, bei den Joysticks nicht ganz hinhauen. Er hat mir das zugeschickt, damit ich hier aus dieser Kiste den hier, den VDC, das müsste der VDC sein. 8563 R9, ja, das müsste der VDC sein, und das ist der 8566 R3 V, das ist der VIC2E oder Extended oder sowas, keine Ahnung. Das ist nicht der vom C64, der ist ein bisschen anders, kleines bisschen anders. Das ist extra für den C128 gemacht, wegen 1 und 2 MB, Megahertz. Es ist eigentlich zu schade, das Ding auseinanderzureißen. Hat hier noch den 1 Kilobyte Speicher.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 2 mal 8 Kilobyte in zwei Bänken sind 16. Nee, sind wir auch nicht, das passt nicht. Nee. 64 Kilobyte. Müssten, ich weiß nicht, jedenfalls hat er den kleineren Speicher. Ich habe ja nur zwei Speicherchips. Beziehungsweise 4, 2 und 2. Eigentlich ist es ein Frevel, das Ding kaputt zu machen, aber was will man machen? Also das Gehäuse dazu habe ich nicht. Mit dem Netzteil habe ich nicht. Das Laufwerksgeschichte habe ich nicht. Power-Button fehlt. Ich glaube, hier ist. War hier ein externer Power-Anschluss? Sieht aber nicht gelötet aus. Ich weiß nicht, was ich genau damit machen soll. Ich werde aber den VDC werde ich mal rausnehmen und bei mir reinstecken. Und den SID-Chip werde ich auch mal testen. Weil eigentlich der SID-Chip, wenn die Joysticks nicht funktionieren, links, rechts, hoch, runter und Knopf, ist das eigentlich nicht der SID-Chip. Weil der hat eigentlich nur die Pedals dran, den YA und YB. Oder Poti A und Y, Poti B oder sowas, keine Ahnung. Es müsste dann der CIE sein, der Complex Interface Adapter, der mit denen hier ein bisschen zusammenspielt, mit den Joystick-Ports. Er meinte, die funktionieren nicht richtig. Es kann natürlich der SID sein. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich werde es mal austesten. Aber erstmal Tastatur testen. Und ich kann schon mal sagen, Tastatur. Im Großen und Ganzen läuft sie. Also sie hat funktioniert. Ich habe aber ein extra Programm dafür besorgt. Ich schließe sie mal an. Ach, scheiß drauf. Hauptsache, ihr habt das Bild. Ihr seht es aber da so ein bisschen blitzen. Das ist dieses USB Capture Device, was ich hier habe. Dieses Teil hier. Das läuft unter Linux ein bisschen besser, aber sorry, unter Linux, Videobearbeitung, ist ein Krampf. Da ist Windows besser. Also ich mache das dann doch lieber über Windows als mit Linux. Also mit Linux. Es ist echt ein Krampf, das hinzukriegen. Der hat auch für das eine Video, was ich hier vorgemacht habe, Ewigkeiten zum Rendern gebraucht. So lange brauche ich ja noch nicht mal unter Windows. Das Programm ist aber für C64. Die Taste funktioniert auch. So, ich habe das SDTUI-C dran, ne? Caps Lock ist auch drin gewesen. Aha. Man das sehen, also die funktioniert auch. Komma, nee, Komma 9. List und dann habe ich hier das Programm AnyKey. Ja, Syntax Error. Komma 9. Dann lädt er das. Das SDTUI-C liegt hier hinten rum. Ist halt ein Marke Eigenbau. Nicht so hübsch wie die gekauften, wo man das zum Beispiel in den Kassettenport steckt, um den Strom zu kriegen und dann mit dem Kabel in den Serialport. Und jetzt sollte das eigentlich gehen. Einmal schauen, ob die Tastatur funktioniert. F1, 3, 5, 7. Control. Ja, mal gucken, ob die komplett durch funktioniert. Funktioniert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er die kaputt gemacht hat. Aber das Ding ist, Post behandelt Pakete eigentlich nicht sehr geschmackvoll.
sagen wir es mal so, oder so vorsichtig, wie es sein soll. Und wenn man dennoch aus Sicherheitsgründen drauf macht, einen Aufkleber Vorsicht Glas, dann werden sie wohl anscheinend besonders gerne kaputt gemacht. Also A geht, Fire geht auch. Das ist der Knopf. Und ich meine, genau das war das, dass die Joystick-Ports hier mit irgendwie über den CIE gehen von der Tastatur. Und jetzt gehe ich mal auf den anderen Port. Damit wir da nochmal sehen. Ich habe auch nicht ganz schön, nicht so wirklich viel Platz hier an der Ecke. Macht nichts. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Wir mal hier die ganze Bastelecke und das alles umzuziehen in den anderen Raum. Das funktioniert auch. So. Dann hatte ich den MEM-Test. Den brauche ich ja nochmal. Hier, Komma 9, bitte. Weil das SD2IC ist jetzt fest auf 9 eingestellt. Das interne Laufwerk ist eh auf 8. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann... Das war das. Nipf, Ghost, Zack. War das da? Nee, das war das nicht. Das hier müsste das. Das hier. Loading. Nochmal Mem-Test. Programm. Kann ich auch da drüber laden. Den 80-Zeichen-Modus kann ich euch leider nicht zeigen. Bisher habe ich noch das Capture-Device nicht mit dem RGB. Aha, das macht er nicht. Wie war denn das gewesen? Ja, ist klar. 9. Hat er nicht gemacht? Aha. Oder muss ich das an dem C128 machen? Mir fehlt halt die Cartridge dazu. Syntax Error in 1. Testing CPU Memory, da ist es VDC R2 bis 64K. Da muss man jetzt mal gucken. Ich hatte ja gesagt, der VDC RAM, ja, der hatte da einmal Fehler gemacht. Testing VDC RAM. Die RAM 1, jetzt geht das durch. Normalerweise müsste da okay stehen. Ja, und das war der die Sache mit dem DRAM, mit dem VDC DRAM. Und da habe ich den RAM getauscht gehabt. Da habe ich ja den RAM beim VDC, den RAM vorne habe ich getauscht. Ich habe so vieles versucht, aber der läuft nicht so. Und der SID, wie war das, habe ich das jetzt drauf?
Also da hatte sich das gerade eben ein bisschen komisch angehört. So. Müsste jetzt ein Zit-Player kommen. Plus Next Song. Achso. Nee, ich brauch den nächsten Song. Was funktioniert jetzt hier? Achso, da. Da. Hört man das? Das ist so nicht richtig. Das auch nicht so ganz. Da ist eine Stimme bei dem hier kaputt. Eine Stimme ist definitiv kaputt. Die funktioniert nicht. So. Und dann haben wir noch das andere. Jo, da sind wir wieder. Das dauert immer eine ganze Weile. Das hört sich noch relativ okay an, aber am Anfang war es ein bisschen zu hören. Da fehlt ein bisschen was. So, jetzt nehme ich hier den Zit-Chip raus. Das ist mein Zit-Chip. Der 8580R5 ist das. Den packe ich beiseite. So. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich nicht machen wollen würde. 6581? Nee. 8550. Wo ist denn hier der Sit-Chip drauf? Das ist nicht der Sit-Chip. 6581R4? 6581? Ey, ich muss mal googeln. Kann ich den jetzt einfach so tauschen? Sit. Doch, das ist der Sit-Chip, aber das ist ja 5 Volt und 9 Volt, ja. Der braucht 12 Volt. Ich kann es mal ausprobieren. Ich kann ihn da jetzt reinstecken. Was ich aber nicht kann, ist mein Zit in das Board hier stecken. Er sagte ja,
Joystick möchte nicht funktionieren oder Maus funktioniert dann nicht. Da ich keine C128 oder C64 Maus besitze, kann ich das leider nicht verifizieren. Aber er meinte von den Joystick, da geht nur links und rechts oder hoch und runter, irgendwie eins von beiden, nicht alles. So, also Joystick. Also, ihr müsstet das doch sehen können, ne? Links, rechts, runter, hoch, Fire-Button. Und F8 ist Help? Wie hat er denn jetzt der F8 gemacht? Ja. Also für mich sieht das aber aus, als würde das nicht mit dem SID zusammenhängen. Das ist nur Poti X und Y bei Pedals. Der macht das ja auch. Dann geht ja auch. Sehen wir noch mal Gina Sisters. Kommt nix. Also das geht schon mal gar nicht. Also ich glaube, der Sid ist wirklich ein bisschen zu doll kaputt. Aber bevor ihr jetzt sagt, das liegt ja daran, dass ich keine 12 Volt habe. So, da sind wir wieder. Nummer 3. Nein, es liegt nicht an der Spannung. Es ist jetzt auch ganz leise im Hintergrund noch ein bisschen was zu hören. Also der Sid ist auf alle Fälle hinüber. Der ist richtig hinüber. Meiner läuft ja noch teilweise. Auch wenn da sagt schnell ein bisschen was fehlt. Aber der hier ist wirklich hinüber. Welchem Jahr ist denn der? Leider ist das mit den Z-Chips so, dass die einfach sterben. Der läuft hier auf 12 Volt, der wird deutlich wärmer als die, als der andere, den ich habe. Der läuft nur mit 9 Volt. Trotzdem sterben die. Der ist von 89 und meiner ist von 87. Der ist sogar noch älter, aber der funktioniert noch relativ gut.
So, wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich würde gerne mal das andere Board testen. Ich bereite das mal vor. Ich versuche das mal in Betrieb zu nehmen und mal zu testen. Das müsste ja theoretisch funktionieren. Gut. Sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, dann bin ich wieder zurück. Ich habe hier an dem Stecker, da war ein Kabel angelötet, habe ich abgelötet und so gut es geht sauber gemacht, da mein Netzteil jetzt dran gehangen. Das kriegt auch nur 5 Volt und Wechselspannung und macht aus der Wechselspannung 12 Volt. Ich weiß nicht, ob der Trafo das kann hier, aber so viel 12 Volt müsste er gar nicht brauchen. Nicht wundern, hier, da ist die, da sind 5 Volt für den SD2EC. Video habe ich dran. Tastatur noch nicht, Joystick noch nicht. Ich schalte ihn jetzt ein. Ich kriege ein Bild. Ready. Ich brauche mal die Powerleuchte. Also ich habe ein Bild. Kann man das sehen hier? Powerleuchte funktioniert auch. Achso, ihr habt kein Bild, ne? Ihr wolltet doch bestimmt ein Bild sehen. Da schon mal ein Bild. Das ist nicht so streifig, so doll wie meins. So, ich mache das erstmal aus. So, wollen wir die Tastatur? Nehme ich jetzt auf den Schoß, weil ich das sonst nicht anders machen kann. Achso, eine Sache wollte ich euch eigentlich noch zeigen. Warte mal, mach mal den Strom nochmal ab. Ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so original ist oder nicht. Bei meinem ist es zumindest nicht. Ich hoffe, man kann das sehen. Bei dem Joystick-Port, guckt mal genau hin. Ich hoffe, man sieht das. Da fehlt ein Pin. Das sieht aber nicht aus, als wenn er abgebrochen wäre. Das sieht aus, als wenn er wirklich fehlt. Aber wenn ich jetzt hier von hinten gucke, geht da ein Kontakt hin. Aber da fehlt ein Pin drin. Ich gucke noch mal mit der Taschenlampe rein. Das sieht nicht so aus, als wenn der abgebrochen wäre. Aber von hinten geht ein Pin ran. Doch, der ist abgebrochen. Also, bei dem Board hier ist auf dem Joystick-Port 2 müsste das sein, ein Pin weggebrochen, und zwar auf Pin 1. Und ich meine, das ist zumindest für links oder rechts oder so, oder hoch und runter irgendwie so. So, jetzt mache ich hier nochmal dran. Das ist 128 PAL on Scanlines CPU Speed VDC R1 bis 16K. Der hat nur ein, ja. Der hat nur ein 16K VDC, nicht 64K, so wie ich habe. Ich habe ja 64 Kilobyte VDC Memory. VDC DRAM 0. Okay. Also der DRAM hier funktioniert, also der VDC hier scheint hinzuhauen. Also werde ich den mal tauschen. Ich musste sowieso das, ich hätte sowieso das Netzteil ausbauen müssen, um da ranzukommen. Aber das kann ich halt trotzdem noch testen. So, dann. Also der Joystick funktioniert. Tastatur. Funktioniert auch. So. Jetzt ist aber Joystick Port 2. Da fehlt ein Pin. Da dürfte jetzt theoretisch, ja, nach oben geht nicht. Der nach oben, die nach oben Taste ist kaputt.
links, rechts, runter. Aber nach oben geht nicht. Das hat nichts mit dem CIA zu tun. Oh Mann. Ja, der wird ganz schön. Sit-Shit zu tun. Der wird ganz schön warm. Sit brauche ich nicht testen. Memtest sagt VDC, DRAM okay. Eigentlich läuft das Board ja. Es ist eigentlich ein Frevel, das zu machen, aber der Keyboard ist hier kaputt. Da müsste ich den tauschen. Ich weiß nicht, ob ich solche Ports kriege. Nee, das sind längere. Ich habe andere bei mir drauf. Die kriege ich, da kriege ich nicht getauscht. In 80-Zeichen-Modus. Funktioniert der? So, müsstet ihr das jetzt in Schwarz-Weiß auch kriegen, genau. Den Mem-Test könnte ich ja theoretisch auch nochmal machen, ne? UAD im 80-Zeichen-Modus. Mem-Test.prg, 9. Ihr habt es halt in Schwarz-Weiß, ich habe es halt in Farbe, weil das RGB ist und ein monochromer Kompositausgang. Testing CPU Memory ist klar. Also den VDC werde ich dann umbauen. Dann sollte meiner theoretisch auch den Test bestehen, was er nicht getan hat. Normal, VDC Low, VDC Copy, VDC Fill. Passt. So, also. Das funktioniert. Es ist eigentlich zu schade, den auseinanderzureißen, aber gut, der Sit geht nicht. Das wäre nicht das große Problem. Ich habe kein Gehäuse, das ist ein anderes Problem. Ich könnte es aber in irgendein PC-Gehäuse reinbauen. Ich hätte hier noch ein Pentium 4 Desktop-Gehäuse und flaches. Vielleicht könnte man das da irgendwie rein adaptieren. Vielleicht wäre das möglich. Allerdings ist der Joystick-Port der kaputt. Da fehlt ein Pin. Das ist nicht schön. Und die Art Joystick-Ports, also diese DB9-Ports in der Art und Weise, ist ein bisschen schwieriger, weil das länger sind. Längere, ja. Das ist ein bisschen schwieriger, diese Art zu kriegen. Die anderen, die ich auf meinem drauf habe, kann ich euch nochmal zeigen gleich. Die sind kürzer, die sind so Standard DB9. Das ist standardmäßig, aber das ist hier wieder was etwas Spezielleres. Das ist auch so wie Sega, ich glaube die Sega hatte die auch gehabt. Sega Saturn, Sega Mega Drive, wie auch immer, hatte auch die längeren. Und die sind ein bisschen schwierig zu bekommen. So. Ist der andere, ne? Ja. Versuche ich den Chip noch mal und dann lasse ich sein. Also dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich nämlich auch nicht mehr, dann lasse ich die ganze Geschichte sein und dann ist gut. Ja.
Nicht da so hinpacken, wo schon wieder Saft ist. Oder doch der VDC? So, dann nehmen wir meinen normal, den vollgegatschten. So. Ist der jetzt im 80-Zeichen-Modus? Tatsächlich. Der ist im 80-Zeichen-Modus gewesen. Gut. Nehme ich nochmal den anderen VDC. R3, R9, der. So. Der VDC mag nicht. Was sagt mein VDC? Mach die Gatsche weg. Fünfundachtzig achtundsechzig. Hä? 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 Jetzt... Hä? R9 VDC ist ein VDC und ich habe 85 68 Richtig, 85, 68, nicht 88, 68, Moss, VDC, 85, 68, und das ist ein 85, 63, das sind beides ein VDC, aber... Was ist jetzt der Unterschied? Geh mal auf Deutsch, muss ich nicht Englisch schreien. Sondern für die 80 Spalten oder RGB-Anteil auf dem Kommen DCR verantwortlich. Der ursprüngliche flache Commodore 128 und der Commodore 128D europäisches Kunststoffgehäuse verwendeten den 8563 Videocontroller, um die 80 Spaltenanzeige zu erzeugen. Der 8568 war im Wesentlichen eine aktualisiertere Version des 63 und kombinierte dessen Funktionalität mit Klebelogik. Na gut, das ist... Doch, das ist Glue Logic. Na gut. Durch die diskrete Komponenten im zum... Zum enthüllt worden war, im Gegensatz zum verfügte der über einen im CR ungenutzten Aktiv-Low-Interrupt-Anforderungsleitung
die aktiviert wurde, als das Bereitbit im Statusregister von 0 auf 1. Nah. Funktioniert nicht. Kann ich gar nicht tauschen. Verdammt. Der braucht noch irgendeine Datenleitung oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder er hat eine Datenleitung jetzt drauf, die er nicht haben darf. Jetzt habe ich hier schon wieder bald 3 Stunden Video zusammen für nichts und wieder nichts. 68. Den. Jetzt sagt er 93 MHz, VDC R2 bis 64K, ist klar, das ist genauso wie vorher auch. Testing CPU Bank 1. Ja, da ist jetzt wieder, ja, alles okay bis auf ein DAS MT. DRAM 0, 1, 2, wahrscheinlich. Kann dieser Test mit dem neueren, wahrscheinlich mit dem neueren RAM nichts, VDC nichts anfangen. Wahrscheinlich liegt das da dran. Brech ab, brauche ich jetzt nicht weiter. So viel Video für so wenig Erfolg. Gut. Dann. Mache ich mich auf der Suche nach einem Joystick-Port in der Größe. Vielleicht hat ja einer einen übrig. Dann kann ich das andere Board reparieren. Und dann werde ich gucken, ob ich das in das eine Gehäuse eingebaut kriege. Oder ich denke mir mal was aus, wie ich das in ein Gehäuse kriege. Oder ich baue mir eins aus Holz. Ist mir scheißegal. Dann habe ich eben zwei C128, einmal den D und den DCR. Was weiß ich, keine Ahnung, ich kann es nicht anders sagen. Es ist eigentlich zu schade, das andere Board auseinanderzureißen. Offensichtlich mag der WIC-Chip bei mir nicht funktionieren. Der VDC funktioniert sowieso nicht. Toll. Das konnte der Peter aber nicht wissen. Ja, das ist normal. Ja, das konnte er ja nicht. Ja. Und seine Sisters geht nämlich auf Port 2. Und da brauche ich die Hochtaste zum Springen. Und die ist ja abgebrochen, der Pin. Also, ja. Ja, gut. Gib Ruhe. So. Also, Giant Sisters kann man nur mit Comport, mit Joystick Port 2 spielen. Das geht mit dem anderen Board nicht. Da ist der Port kaputt. Gut.
kann man nichts daran ändern. Und dass der VDC nicht funktioniert, ja gut, das ist halt so. So, dann ist hiermit jetzt Feierabend. Ich habe genug Video zusammen. Ich weiß nicht, wie ich es zusammengeschnitten habe. Ich werde, glaube ich, ganz viel rausgeschnitten haben aus dem ganzen Video, was ich hier gemacht habe. Aus dem ganzen Videomaterial. Das sind jetzt hier so 2-2,5 Stunden, knapp 3 Stunden reines Videomaterial. Ich denke mal, so viel guckt ihr euch nicht an und so viel habe ich auch nicht drinne gelassen. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was genau das ist, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, bis dann. Tschüssi.